In Deutschland leben etwa 10.000 Kirgisen. Die sind zwischen 20 und 40 oder 25 Jahre alt. Das heißt, die kirgisische Community ist sehr jung, ambitioniert und auch sehr bildungsstrebend, weil die meisten auch zum Studienzweck nach Deutschland kommen. Die meisten sind auch sehr aktiv, neben der regelmäßigen finanziellen Unterstützung ihrer Familien in Kirgisistan engagieren sie sich auch in der Regel für verschiedene Bildungsprojekte und Bildungsprogramme oder Hilfsprojekte. Die Kirgisen in Deutschland haben die Wahlkampagnen mit großem Interesse aus der Ferne beobachtet. Ab und zu haben sie auch miteinander über die Parteien und ihre Programme diskutiert. Es gab auch einzelne Menschen, die auch für eine oder andere Partei auch geworben haben. Die Wahllokale in Deutschland waren gut besucht nach meiner Information. Als am 5. Oktober das Wahlresultat bekannt wurde, haben viele die Wahlergebnisse angezweifelt und haben sich auch schnell an die oppositionelle Bewegung der Parteien angeschlossen, die den Einzug ins Parlament verpasst haben. Am 6. Oktober kippte das ein bisschen gegen Abend, als Sadır Japarov zum Premierminister ernannt wurde. Aber trotz all dem waren wir auch guter Hoffnung und wir waren sehr beeindruckt von dieser Jugend- und Bürgerbewegung, die öffentlichen Gebäude und öffentlichen also Medien, also Einkaufszentren vor Plünderungen und Zerstörungen verteidigt haben. Ich kann sagen, am 6. Oktober war so ein bisschen so, konnte ich so feierliche Stimmung unter den Kirgisen beobachten, trotz all dem. Es gab auch unter uns zirkulierten auch so Sprüche und verschiedene witzige Fotos, ja, dass die Kirgisen einfach am coolsten sind. Sie sollen auch mal nach Minsk kommen oder nach Moskau, um dort aufzuräumen. Ja, aber diese Freude war leider von kurzer Dauer. Danach haben wir auch keinen Überblick mehr bekommen können, weil die Lage sich so stündlich fast änderte. Die politische Dominanz verlagerte sich von einer Seite zur nächsten. Es gab ja auch diese Koordinationsversuche hier, Koordinationsversuche da. Und dann gab es auch manche, die Sadır Japarov sehr unterstützt haben über ihre Meldungen und Posts. Dann gab es welche, die sich dagegen ausgesprochen haben. Also diese Teilung erreichte uns auch ein bisschen leicht, die hiesigen Kirgisen. Am 7. oder 8. War so viel bisschen durcheinander. Wir haben so emotionale Achterbahn erlebt, glaube ich. Und in der Ferne ist die Wahrnehmung auch anders als vor Ort, wenn man das Ganze auch vor Ort erlebt und sieht. Die Kirgisen in Deutschland reflektieren auch über diese Kluft und Spaltung in der Gesellschaft. Die spürte man auch sehr deutlich diesmal. Und wir kommen auch langsam zu dem Schluss, dass das Ganze das Ergebnis des gesunkenen Bildungsstandes sei und des korrupten Rechtssystems und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt ein bisschen wieder aktiv. Gestern Abend gab es ein Online-Treffen der Aktivisten. Und wir wollen wieder für mehr Bildung werben. Also Bildung ist ein guter Ansatz einfach, weil wir auch gemerkt haben, es gibt Menschen, die wenig Möglichkeiten haben, sich zu bilden,
sich zu informieren, sich eigene Meinung zu bilden. Und das sah man auch deutlich. Und ja, natürlich, ich habe zu Alatoplatz gegangen am 5. Oktober. Und da habe ich gesehen, vielleicht 1000 Leute da. Ich habe viele Bishkek-Bürger gesehen, ja. Mein Professor zum Beispiel oder und viele Junge, viele Studenten, ja. Bei 6 Uhr, es gibt vielleicht 1000 Leute. Bei 7 Uhr 3000, ja. Also der ganze Platz war, es war viele, viele Leute. Und es gibt also zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass die Wahl war falsch, die Parlamentswahl. Wir mussten neu haben. Und zwei, dass die Präsident Jim Beckoff muss zurück, ja. Und dann die Demonstranten sagen, okay, wir warten bis 8 Uhr und dann wir gehen zu Präsident, ja, und dann wir fragen, was ist nächste. Aber wir haben gehört, nach 8 Uhr Provokatoren, viele, sie haben nach Weiße Hause gegangen und sie provozierte Polizei, ja. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wann ich habe diese Granate gehört, ja. Das war, und ich bin, wow, das ist so stark, ja. Also das war sehr gefährlich. Und ich war, okay, ich muss weggehen, weil jetzt ist so ist es sehr intensiv. Und ja, wir sind alle, boom, die 3.000 oder 4.000 Leute hat weg zu allen Straßen, diese Panfilow, Razarov-Straße. Und ja, und alle meine Verwandten, meine Eltern, sie alle schreiben, wo bist du, was machst du? Ich glaube, die alle das gemacht. Und was interessant, Megacom, die größte, diese Telefonkompanie, sie hat kaputt, ja. Die Internet ist nicht funktioniert. Wann ich habe nach Hause gekommen, ich habe gesehen, dass viele meiner Verwandten und viele andere Leute, dass alle zum Fernsehen, ja, zum Azatürk zum Beispiel, sie hat Live-Video und sie sehen, was passiert. Und nächste Morgen, ich habe um 6. ich habe nochmal gegangen zu Alatürk-Platz und was gesehen, viele Sadır Japarovs, ja, also die Punkte weggewechselt. Also erstmal, wie war für die neue Wahlen? Für das Tritt von Präsident zurück. Aber die nächsten Tage, wie hat diese Hochpolitiker befreit vom Gefängnis und jetzt die Punkte hat gewechselt. Ja, jetzt wir gehen zu Sadır Japarov. Aber das war nicht die erste Punkte. Also das war nicht unser Wunsch. 2015, der erste Parlaments war in 2015 und ich habe nicht, dass viele dieser Aktivitäten gesehen, ja. Das war viele alte Politiker, das war Atamekan und anderes, diese alte, diese Logos, alte Wörter, wir wollen das machen, aber jetzt mal, ich habe gesehen, viele meiner Freunde, manche ist älter als mich, aber sie sind sehr intelligent, sehr stark, sie haben auch in anderen Universität studiert, in Deutschland und USA. Und sie war in dieser Politikerpartei. Und das sagen, okay, ja, die Niveau von Partei ist noch höher. Ich wollte es auf Englisch sagen, weil es ein sehr komplexer Termin, ich glaube. Also, when we were here back on 6th of October, we had confrontation with the people of Sadır Japarov, yeah. They were for the prime minister and we were yelling lustrazia, or we were yelling Jashtar, which means junge, yeah. For me, lustration in the broadest term means that the new people has to come into the political arena. By new, I mean not just young, but also people who have not been before in the politics,
but who have the necessary qualification to work in certain positions. We have seen, unfortunately, in the political arena of Kyrgyzstan, ageism. Yeah, when all the people like to, they have this stereotype that, you know, we have more experience, the younger has to work more. When we were in the on 6th of October at the house of the government, we had a confrontation with the people of Sadr Japarov. Yeah, when they were yelling Sadr, we were yelling Lustracja, and I had a feeling they didn't understand what is Lustracja. So on the one hand, I think what Mahabat also mentioned, there must be a lot of education. So in my term, I think people in Kyrgyzstan still don't have enough information, or they have the very narrow information channels where they get it. And also, we have to mention gender balance. So we have a lot of young women who are also very active and very strong. And we see it also now, like, for instance, Sura Baldiyeva. I see her very, very brave woman from my side, although many don't like her, especially the opposition parties. So I think I see Lustracja as coming new people and also gender balanced. Jedenfalls steht der Begriff Lustracja für mich als neue Ideologie der Zivilgesellschaft, die die alten Logos und die alten Aufrufe ablöst, so wie Bekämpfung der Korruption, der Vetternwirtschaft und der clanbasierten Politik. Illustrazia ist für mich auch ein Zeichen davon, dass inzwischen eine ausgesprochen engagierte Zivilgesellschaft existiert. Das war vor 10 Jahren zum Beispiel nicht der Fall. Es gab eine kleine Gruppe von Andersdenkenden bzw. Dissidenten und diese Gruppe ist inzwischen größer geworden. Lustracja ist auch diese Suche, gleichzeitig auch die Sehnsucht nach einer gebildeten, neutralen politischen Figur, die keinem Clan angehört. Und diese Suche wird auch intensiver. Lustracja ist auch für mich ein sehr positiver Aspekt in dem Ganzen. Früher hat man immer gesagt, ja, diese Aufstände sind immer von Amerika oder von Europa herbeigeführt. Die sind interessiert an der instabilen Lage des Landes und deshalb finanzieren sie durch die verschiedenen NGOs, also sie finanzieren die NGOs, um bei uns Unruhen zu stiften. Und Lustracja zeigt für mich, dass es inzwischen unser inneres Bedürfnis ist, also innere Angelegenheit der Kirgisen selbst, dass der Machtwechsel stattfinden muss und dass neue politische Figuren an die Macht kommen müssen. Es ist auch ein Wunsch, dass diese Reformen transparent durchgeführt werden, die Politik transparent und offen gestaltet werden, die Wahlen auch so wettbewerbsfähig und auch fair organisiert werden müssen. Wir, die Auslandskirgisen in Deutschland, haben festgestellt, dass da einfach so eine große Kluft zwischen alt und jung und zwischen Gebildeten und Ungebildeten entstanden ist. Und wir haben auch selber so ein bisschen darüber reflektiert. Ich würde sagen einfach, es gibt diejenigen, die Möglichkeiten haben, sich zu bilden, sich weiterzuentwickeln, sich Informationen zu beschaffen und mit den jeweiligen Informationen auch auseinanderzusetzen und auch sich eigene Meinung zu bilden.
wir in Deutschland, die Kirgisen sind im Rahmen verschiedener Hilfsprojekte und Bildungsprogramme aktiv. Und gestern bei unserem Treffen gab es immer wieder diese Aussage, ja, wir müssen irgendwie fördern, wir müssen dazu unsere Beiträge dazu leisten, dass die Menschen in Kirgisistan auf unterschiedlichem Wege sich bilden, für sich selbst Möglichkeiten erschließen. Meine Landsleute in Deutschland sehe ich auch als Teil der ganzen Lustraza-Bewegung. Viele sind hier als Influencer aktiv, als Informierender, als Ratgeber. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, von dem, was er erreicht hat in Deutschland, ein Stück an Kirgisistan abzugeben. Regarding what's our role, for instance, on the 6th of October, when I woke up, first thing I did was to write to Aziz Abakirov. He's the head of IT community in Bishkek. Aziz, can you please, do something? Because we're in a situation like this, we need some leaders. And I did the same to Sanya Tokhtaraziyeva, who is the professor at AUCA, that we need some information told to us, because not everyone knows constitution, not everyone knows what are the procedures. So then we coordinated with each other, and we said, okay, we are meeting at this point, and I'm taking on my hand. So I think each one role is important, everyone's role. So I felt myself that I have to go to the square on the 6th of October and be there and talk to there. And what's interesting, I saw there are lots of celebrities. So on 6th of October, we saw Mirbek Atabekov and many, many other people, singers who come there, and they say, okay, we are providing our Instagram platform with 1 million followers to the people. And it's called Elden Ünü, which means voice of the people. And we will be posting all the information there. So I think this is the real change when you feel responsible, so that you don't stand aside, but you also take part in it. Yeah, in this sense, we need good leaders and we need to support them. So whether he's young or not. So yeah, so I have leaders that I think have very good potential. Yeah, so I named them. Also, I think Florian in the beginning mentioned Druzhinniki. So we did join them and we were patrolling the city, and it was really amazing what they did. Actually, they stopped this people from going to shops and robbing, and you know, they were yelling. There were about, I think, 5 to 10,000 people gathered. And again, these are just young people, like students and school children sometimes. And it was funny when there was some live video, and one person goes like, okay, I have to go off the camera because I didn't tell my mother I was out on the street, you know. So you can see that people mobilize quickly, and they try to also, you know, stop looting of the shops and other important places. From my point, I think what we can do as normal citizens, I think, is to again, to diffuse information. So to build community around yourself, even like in Facebook, if you keep writing about what's happening, what is your thoughts, what you should do, and people will respond.